Schön, dass du da bist, hier am Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Ich bin Michi und heute möchte ich noch mal eine wundervolle Affengeschichte mit dir teilen, denn ganz viele haben sich einfach noch mal eine herzberührende Affenstory gewünscht. Und mir ist aufgefallen, dass ich einfach noch überhaupt keine Geschichte und auch so wenig zu meiner besten Freundin erzählt habe. Und meine beste Freundin ist eine Affendame namens Kiwi und Kiwi ist auf eine ganz andere Art und Weise als alle meine Affenkinder wie Link oder Barney oder Rosie so eng mit mir verbunden gewesen, weil ich mit Kiwi nicht diese Mama-Kind-Bindung hatte, sondern mit Kiwi wirklich diese beste Freundin-Bindung. Und in der Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie überhaupt Freundschaft zwischen Menschen und Affen entstehen können. Und dann einfach nur meine Geschichte mit Kiwi teilen und all die Momente und auf welche verkorkste Art und Weise wir uns ehrlich gesagt angefreundet haben, wie sich die Freundschaft entwickelt hat und was auch unsere letzten Momente waren. Denn Kiwi ist mittlerweile so weit, dass sie bald ausgewildert werden wird. Und das bedeutet für mich, dass ich lernen musste oder ich auf Wiedersehen sagen musste vor einem Jahr. Denn da musste der Kontakt enden, damit sie ein sicheres Zuhause in Freiheit haben kann. Und ja, diese ganze Geschichte von vorne bis hinten mit allen Höhen und Tiefen und allen emotionalen Momenten möchte ich heute mit dir teilen. Ja. Die lang ersehnte Kiwi-Folge. Okay, ich habe sie lang ersehnt, denn wie gesagt, Kiwi ist wirklich meine beste Affenfreundin und für mich auf eine ganz andere Art und Weise so unendlich besonders, dass ich sie einfach nie, nie vergessen werde. Und ich bis heute, glaube ich, behaupte, dass ich mit ihr die engste Bindung hatte, die ich je zu einem Affen hatte. Und das, obwohl ich sie nicht aufgezogen habe. Denn Kiwi und ich waren Freunde und Freundschaft zwischen Menschen und Affen oder auch zwischen Menschen und Pavian in der Arbeit, die ich mache, die ist ein bisschen anders, als ich sie zwischen zwei Menschen beschreiben würde. Denn es hat alles so angefangen, dass Kiwi eigentlich nur was von mir haben wollte. Also die wollte mir immer meine Kamera klauen, das werde ich auch gleich noch erzählen, und hat die aber nie bekommen. Und hat aufgrund dessen, dass sie das nie von mir klauen konnte und ich sie in ihre Schranken gewiesen habe, mich nicht mehr als ihr untergeordnet betrachtet, sondern sich mir in Anführungszeichen unterworfen. Und entweder steht ein Affe über dir und du fliegst ihn, oder er steht unter dir und er fliegt dich. Und das ist auch der Punkt, wo Freundschaft entsteht. Denn Kiwi hat gemerkt, boah krass, die Michi ist ja mein Alpha und hat ab da angefangen, Respekt vor mir zu haben, mich zu umsorgen und auch eine wahre und tiefe Freundschaft aufzubauen. Aber bis es soweit war, hatten Kiwi nicht erstmal total die schrottigen Momente. Denn wie ich halt bereits gesagt habe, es war so, dass Kiwi am Anfang eigentlich überhaupt nicht in Anführungszeichen meine Freundin sein wollte. Kiwi ist vom Wesen her einfach so, die ist ultra verrückt. Die ist auf der einen Seite super, super liebevoll und umsorgt und pflegt alle total gerne. Und auf der anderen Seite ist sie so ultra hinterlistig. Ne? Die klaut alles, die beobachtet Leute, die macht Dinge kaputt. Ich werde das nie vergessen, egal. In diesem Jahr 2018, das war das zweite Mal, wo ich da war und sie schon größer war, jedes Mal, wenn man irgendwie am Affengehege vorbeigegangen ist und jemand saß da drin, hat man nur gehört, wie er Kiwi geflucht hat, weil sie ihm wieder irgendwas geklaut hat, Ohrringe gegessen hat, Haargummis gefuttert hat, Gummistiefel kaputt gegessen hat, T-Shirts zerrubbt hat. Die war wirklich so ein kleiner Höllenaffe. Aber meine beste Freundin. Und genau das Gleiche, was sie mit allen Volontären gemacht hat, hatte sie am Anfang mit mir vor. Denn ich habe 2017, da haben Kiwi und ich uns nämlich kennengelernt, eine kleine weiße Actioncam immer mit auf den Baboon Walk gehabt, um den Walk halt zu filmen, um irgendwie alle Momente festzuhalten, um auch irgendwie mal zu sehen, wie es so aus meiner Sicht aussieht und das halt einfach festzuhalten. Und Kiwi hat diese Kamera geliebt. Sie ist total oft dann irgendwie auf meinen Kopf und meine Schulter gesprungen und vielleicht kennst du auch dieses Video, wo so ein Affe dann in meine Kamera so ein bisschen grunzt.
Das ist Kiwi. Und sie hat immer versucht, diese weiße Kamera zu klauen. Und sie hat es nie geschafft. Egal wie lange sie mich beim Baboonbock beobachtet hat und egal wie unachtsam sie dachte, dass ich gewesen wäre, sie hat es einfach nie geschafft, mir meine Kamera zu klauen. Und immer wenn sie es versucht hat, habe ich sie angefangen, in ihre Schranken zu weisen und zu challengen mit weit aufgerissenen Augen. Also es war schon richtig tierisch und vielleicht auch ein bisschen unnormal. Aber ich habe sie dann richtig zurückgechallenged, so in ihre Schranken gewiesen. Und irgendwann war der Moment, wo sie einfach wusste, sie kommt nicht ran. Sie hat keine Chance gegen mich, weil ich ihr Alpha bin. Und das war der Moment, wo Kiwi sich mir auf einer ganz anderen Ebene hat angefangen zu nähern. Und wir auf einmal so gute Freunde wurden. Es war halt dann einfach so, dass sie zwar meine Sachen immer noch total neugierig begutachtet hatte, aber nie auf die Idee kam, mir irgendwas zu klauen. Und auf einmal war da auch Vertrauen. Und manchmal komme ich mir komisch vor, wenn ich das so erzähle, was für Gefühle oder was für Verbindungen sich da zwischen mir und ihr aufgebaut hat, haben. Aber dadurch, dass Kiwi angefangen hat, Respekt vor mir zu haben und mir vertraut hat und mir ihr Vertrauen entgegengebracht hat, habe ich das auch gemacht. Und sie hat dieses Vertrauen bei mir, bei allen anderen schon, bei mir nie missbraucht. Sie hat mir ab da nicht mehr mein Haargummi weggeholt, nicht mehr versucht, meine Kamera zu klauen. Sie hat mich gelauscht und umsorgt und begutachtet und ich habe zum Beispiel ein Bauchnabelpiercing und sie hat sich das immer nur angeschaut, weil sie halt neugierig war, aber sie meine Grenzen respektiert hat, weil sie wusste, dadurch, dass ich ihr vertraue und sie an die Sachen ranlasse, lässt sie sie bei mir. Und natürlich wusste sie auch, dass sie sonst gebissen werden würde, wenn sie dem Alpha irgendwas wegklaut, aber es war so krass, wie sich das irgendwie entwickelt hat in dem Moment, als Kiwi mich eben auch als ihr Alpha akzeptiert hatte. Und normalerweise ist es dann so, dass wenn man ein Jahr später wiederkommt, sich die Karten auch nochmal neu gemischt haben. Bei Affenkindern ist es dann meistens so, dass ihre Mamas, in Anführungszeichen Ersatzmamas, zwar wiedererkennen, aber die Bindung einfach nicht mehr so eng ist. Und ich weiß noch, ich kam nach einem Jahr wieder und Kiwi und ich, das war wie als würde man seine beste Freundin nach einem Jahr wiedersehen. Man hat zuerst das Gefühl, man hätte sich voll lange nicht gesehen und dann in dem Moment, in dem man wieder zusammenkommt, ist es, als wäre man nie, nie, nie getrennt gewesen. Und genauso war das bei uns einfach auch. Ich weiß noch, ich kam damals dann 2018 nach einem Jahr oder nach 10 Monaten damals wieder. Nee, 9 Monate waren es sogar nur, nach 9 Monaten wieder. Und Kiwi war da und diese Freundschaft, die war einfach genauso. Sie hat immer noch alle Menschen beklaut. Sie war dann schon was größer und einfach noch, in Anführungszeichen, gefährlicher, hinterlistiger, noch ein bisschen frecher. Und zu mir war sie einfach immer wie so ein Lämpchen. Und das Krasse war oder das Wunderschöne war auch, ich hatte dann in dem Jahr ja Linky. Die Geschichte von Link, werde ich euch auch nochmal hier in den Shownotes verlinken, für alle, die sie nicht kennen. Link war ja mein Affenbaby, was damals wirklich so unterernährt war und so auf der Kippe stand, dass ja, ich 6 Wochen lang nicht durchschlafen konnte, weil ich jede Nacht Angst hatte, er wird es nicht schaffen. Und trotzdem hat Link sich halt immer ein bisschen weiterentwickelt und dann irgendwann auch angefangen, auf Baboonbox ein bisschen zu toben. Und was so unendlich berührend war, war, dass wenn Link, also ich saß dann mit Kiwi da wirklich wie so zwei Mütter auf dem Spielplatz und wir haben Link beobachtet. Und immer wenn Linky ein bisschen zu weit weggelaufen ist oder Kiwi dachte, oh, ist jetzt zu weit weg, ist sie aufgestanden, hat Link in die Arme geholt und mir auf zwei Beinen gebracht, so nach dem Motto, wir passen zusammen auf dein kleines Kind auf. Und das hat sie so oft gemacht und sich so gefreut und sich wirklich mehr angenommen. Und es ist wirklich wie so, du kannst dir das vorstellen, als würden zwei Freundinnen auf den Spielplatz gehen und gegenseitig auf ihre Kinder aufpassen. Und genauso war das bei uns auch. Und ich finde das so faszinierend, dass Kiwi auch diese Verbindung halt einfach gespürt und hergestellt hat, dass Link mein Schützling ist, der von mir aufgezogen wird, dessen Ersatzmama ich bilde und dass sie als meine Freundin mit auf mein, in Anführungszeichen, Kind aufpasst. Und das sind so Momente, wo man sich halt einfach nur fragt, um Gottes Willen, wie können wir nicht alle allen Tieren, in Anführungszeichen, Menschenrechte zu schreiben, die sind so schlau, so komplex, so emotional, die verstehen alles. Und auch dazu gibt es so ein wundervolles Video. Ich werde es auch auf jeden Fall teilen, dass ihr das mal sehen könnt. Das sind so Momente, wo ich ja nicht weiß, ob mein Herz stehen bleibt oder gerade vor Freude übersprudelt. Ich merke einfach nur, wie es überall kribbelt und ich heulen könnte vor Glück.
Und so war das mit Kiwi in so vielen Momenten, weil sie mir einfach gezeigt hat, wie es ist, mit einem Affen eine wahrhaftige Freundschaft zu führen. Und ja, ich weiß noch, wie schwer mir damals der Abschied dann auch gefallen ist und wie sie dann da in ihrer Ecke von ihrem Käfig saß, weil ich halt genau wusste, dass wenn ich in, ja, 9 bis 12 Monaten wiederkomme, sie nicht mehr im Kontakt mit Menschen stehen wird. Und der Abschied ist mir damals wirklich so schwer gefallen. Und ich sehe noch heute ihr Gesicht. Man muss dazu sagen, ich finde Kiwi wunderschön, aber alle haben immer gesagt, Kiwi wäre der hässlichste Affe der Welt. Aber es hat einfach so, Kiwi hatte so ein Auge, was ein bisschen kleiner war, mit dem sie immer so ein bisschen geschielt hat. Und sie hat auch beim Lausen immer so gegrunzt wie ein kleines Schweinchen. Also sie war schon super, super anders und eigen, aber ich hatte so an ihr gemocht. Sie war einfach so unendlich besonders und ich habe ihre ganzen Eigenarten so wertgeschätzt. Ja, und als ich sie dann damals verabschiedet habe und so wusste, okay, es ist jetzt das letzte Mal, dass wir Hände halten, es ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns gegenseitig lausen können. Ja, da bin ich wirklich mit unendlich schwerem Herzen gefallen, weil das für mich auch nochmal ein ganz anderer Abschied war. Ich meine, bei Kindern ist es vielleicht auch so, dass man weiß, dass sie irgendwann Flügel kriegen, aber es hat sich bei Kiwi, weil es so eine Freundschaft war, nochmal anders angefühlt. Und dann bin ich gefahren und ein Jahr später wiedergekommen mit Marc in meinen Flitterwochen. Und Kiwi war natürlich nicht mehr im Kontakt mit Menschen. Und gerade in ihren Semi-Wild Enclosure gekommen. Und ich habe aber zu Marc gesagt, ich muss sie dir zeigen. Sie ist für mich meine beste Freundin und ich will, dass du meine beste Freundin kennenlernst. Und dann habe ich noch gesagt, aber wir interagieren nicht mit ihr. Und wir sind dann zu diesem Gehege gegangen und ich bin da vorbei und ich habe sie wie, sie ist mir ins Auge gesprungen und ich bin ihr ins Auge gesprungen. Und ich weiß noch, sie ist dann damals, weil sie in der Rangordnung in diesem Gehege, wo sie dann gelebt hat, relativ rangniedrig war, ist sie dann damals auf diesen höchsten Baum geklettert, so auf die Baumkrone, auf diesen Ast, wo ich einfach nur dachte, boah, Kiwi, du bist ganz schön dick und schwer, du weißt schon, dass der abbrechen könnte, pass auf dich auf, hat da auf diesem Ast rumgeturnt, mir ihren Popo hingehalten und angefangen zu wackeln und zu kichern, dass ich es einfach bis unten hin gehört habe. Und das ist für Affen übrigens ein Zeichen von Freude und Respekt, den Popo hinzuhalten. Und ich weiß nicht, ich habe mich dann umgedreht und genauso gekichert und den Popo hingehalten und Marc muss einfach nur daneben gestanden haben und sich gedacht haben, boah, was geht hier eigentlich ab? Aber es war so ein Moment, wo auch mir da bewusst wurde, für sie hat diese Freundschaft nie geändert und wann immer wir uns wiedergesehen haben, war es einfach, als wären wir nie weg gewesen. Und umso schwerer ist es mir damals in diesem Jahr gefallen, Lebwohl zu sagen, insofern, dass ich halt wusste, egal was du jetzt machst und egal wie sehr ich dich liebe und egal, dass ich mir wünschen würde, dass ich meine beste Freundin in Anführungszeichen nicht verliere, ich will einfach nur, dass du sicher bist, wenn du frei bist und ich will, dass du ein Leben in Freiheit führst mit deinen Artgenossen, denn das ist das, wo du hingehörst. Und ich habe mich dann damals von Kiwi verabschiedet. Sie kam dann nochmal an den Zaun und keine Ahnung, das war so, so magisch und gleichzeitig so traurig. Ich habe so geweint und mich dann irgendwie halt von ihr verabschiedet. Und das war für mich schon ultra, ultra krass, denn sie ist heute noch immer in diesem Semi-Wild-Gehegen, wird aber jetzt halt bald ausgewildert. Und ich weiß natürlich, dass wenn ich nicht aufhöre, mit ihr zu interagieren, dass sie potenziell in der Freiheit auch mit anderen Menschen versucht zu interagieren. Menschen, die sie jagen, Menschen, die es nicht gut mit ihr meinen oder auch den Kontakt nicht zu Menschen meidet und denen dann einfach zu nahe kommt und beispielsweise in Unfälle mit Hunden oder Autos verwickelt wird. Und das sind dann immer so die Momente, wo einem einfach das Herz zerreißt, weil man halt weiß, ich muss das machen, das ist das Beste für sie. Ich will, dass sie ein wundervolles, langes Leben in Freiheit hat, weil sie meine beste Freundin ist. Aber am allerliebsten würde ich mir einfach wünschen, dass ich sie um Rat bitten könnte. Und es ist wirklich so, dass ich so oft in dem Jahr, als ich 2018 da war, war es auch für mich irgendwie ein Jahr, wo es mir schwer gefallen ist, beziehungsweise ich war in einem Umbruch. Ich hatte mich aus einer ganz, ganz langen Beziehung Hals über Kopf getrennt, kam 5 Tage vor Abreise mit Marc zusammen, weil ich Hals über Kopf in Marc verliebt war. Aber damals war emotional in mir so ein totales Chaos. Und ich weiß noch, ich habe so oft in meinem Affengehege gesessen
und mit Kiwi geredet. Und das kann man sich halt dann nicht vorstellen. Sie sitzt dann wirklich da und hat mich gelauscht oder mich angeschaut. Und ich hatte immer das Gefühl, sie hört mir zu. Und alleine mit ihr zu sprechen, hat mir damals so unendlich geholfen. Und mich im Kopf zu sortieren. Und es gibt noch heute Momente, wo ich manchmal zu Marc sage, ach, ich wünschte, ich könnte mit Kiwi reden und mich einfach nur noch mal mit ihr in diese Ecke setzen, wenn mir irgendwas auf dem Herzen liegt. Und ihr einfach nur in ihre Augen schauen, die so ehrlich waren und so verständnisvoll. Und immer wenn ich dann aufgehört habe, hat sie einfach nur ganz fürsorglich angefangen, mich zu lausen und zu pflegen und mir zu zeigen, dass ich nicht alleine bin und dass alles gut wird. Und heute habe ich manchmal, vor allem jetzt in Corona-Momente, wo ich mir einfach nur wünschte, ich könnte hier mit Kiwi sitzen, einfach nochmal ihre Hand halten, ihr alles von der Seele reden und mich dann danach von ihr lausen lassen und sie lausen und einfach nur wissen, die Welt ist in Ordnung, weil ich Freunde habe. Und ja, das war so meine Geschichte mit Kiwi. Und ich weiß, dass ich Barney sehr aus Wildauro verpasst habe. Ich sitze hier gerade in meinem Büro und ich habe zu meiner Linken meine große Armband von Barney und zu meiner Rechten von Kiwi. Nee, genau andersrum. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Links ist Kiwi und rechts ist Barney. Und ich schaue die beiden einfach nur an, die für mich so bedeutsam und so lebensverändernd waren. Und es tut mir bis heute in der Seele weh, dass ich nicht bei Barneys Auswählung dabei sein kann. Aber alles, was ich mir wünsche, ist, dass ich derjenige bin, der halt meine beste Freundin in die Freiheit trägt und ihr dann einfach nochmal alles Glück der Welt wünscht. Und ja. Es ist vermutlich schwer für jemanden nachzuvollziehen, der keine so enge Bindung mit Tieren hat. Aber vielleicht kannst du es verstehen, wenn du einen Hund oder eine Katze hast, wie sehr dir einfach daran liegt und dass man wirklich das Gefühl hat, dass das der beste Freund ist. Und ja, das war meine Geschichte mit Kiwi, die Geschichte meiner besten Freundin. Und ich freue mich schon unendlich auf den Tag, an dem ich ihr das größte Geschenk machen kann und sie in die Freiheit trage. So, ich habe jetzt erstmal geheult. Also da war gerade so ein Schnittpunkt, da habe ich erstmal ein Tränchen vergossen. Jetzt immer noch, aber es geht mir schon wieder besser. Ich kann auf jeden Fall reden. Ja, vielleicht merkst du einfach, wie sehr mir wirklich an jedem einzelnen meiner Schützlinge liegt. Für mich sind das alles einfach wie Freunde, wie Kinder. Es sind für mich keine Tiere, es sind Lebewesen, die ich einfach auf Augenhöhe schätze und liebe und ehre und denen ich einfach nur das allerbeste wünsche. Und ja, für mich ist meine Organisation und meine Arbeit nicht irgendwie ein Job oder eine Berufung. Für mich ist es wirklich mein Leben, weil diese Tiere, die Affen, meine kleinen Paviane, mir auf allen Ebenen wieder mein Herz geöffnet haben. Sei es im Bereich Beziehung, Liebe, Freundschaft, Vertrauen. Ich glaube, ich habe von niemandem mehr übers Leben gelernt als von ihnen und sie haben mir mein Leben wieder geschenkt in einer Zeit, als es mir nicht gut ging und waren irgendwie auch immer am passenden Zeitpunkt für mich da. Und deswegen will ich einfach nur jedem von ihnen auch das Leben schenken. In dem Sinne, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, dich berühren so Geschichten auch. Und lass mich auch gerne wissen, ob du gerne mehr Affengeschichten hören möchtest. Ich habe so viele auf Lager. Ich könnte vermutlich ja einen ganzen Tag und Tage, Wochen, Jahre, nur von Affen sprechen. Das heißt, wenn dich auch so Affengeschichten einfach nur berühren oder du sie magst, schreib mir das gerne auf Instagram @affisadventures. Und ich würde mich natürlich auch riesig, riesig freuen, wenn du den Podcast hier bewertest, denn je besser der Podcast bewertet wird, desto mehr Leuten wird er angezeigt. Und es ist für mich und meine Arbeit einfach nur ultra, ultra wichtig, mehr Menschen zu erreichen. Denn je mehr Menschen beispielsweise Patenschaften übernehmen oder später Freiwilligenhelfer werden wollen oder mit ihren Kindern witzige Affenquartetts spielen und Kinder für Tierschutz oder sich selbst für Tierschutz begeistern, desto mehr Menschen habe ich an meiner Seite, um meinen großen Traum zu verwirklichen. Und das ist einfach nur so vielen Affen wie möglich ein Zuhause in Freiheit zu schenken. Und ich kann es einfach kaum erwarten, wenn ich irgendwann die ersten Tore aufmache und meine eigene Auswilderung leite und Kiwi in die Freiheit trage. Deswegen freue ich mich einfach nur, wenn du mich irgendwie dabei unterstützt, sei es durch irgendwas oder einfach nur durch eine Podcast-Bewertung, die wirklich so, so viel bewirkt und so viel verändern kann.
In dem Sinne freue ich mich, von dir auf Instagram zu lesen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Sei frech wie ein Affe oder sei so frech wie meine Kiwi. Ich habe dich unendlich gern und ich bin so dankbar, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Michi.